Wenn sich die Gondeln des Riesenrads auf dem Wiener Prater in die Höhe heben, kann man wunderbar über die Stadt schauen. Und ein bisschen Weitsicht tut gut, um das Schauspiel zu verstehen, das unten gegeben wird. Alles fing mit dem Ibiza-Video an. Veröffentlicht wurde es vor gut 2 Jahren in deutschen Medien, in der Süddeutschen Zeitung und im Spiegel. Mit diesem heimlich gedrehten Video verflogen die politischen Ambitionen des Vizekanzlers Heinz-Christian Strache und seines FPÖ-Parteifreundes Johann Gudenus. Unbemerkt gefilmt versprachen die zwei einer vermeintlich russischen Oligarchennichte das Blaue vom Himmel. Zum Beispiel eine Übernahme der mächtigsten Zeitung Österreichs, der Kronenzeitung. Strache fantasiert über den Umbau der Redaktion in seinem Sinne. So, da gibt's bei uns in der Krone zack, zack, zack. Seit vorigen Mittwoch steht in Österreich der Macher des Videos vor Gericht, aber nicht wegen des Videos, wegen angeblicher Drogendelikte. Ein Teil der österreichischen Medien nimmt diesen Spin begeistert auf. Da wurde ja offenbar Kokain gehandelt, dass es nur so staubt. Geht hier um den Schutz unserer Bevölkerung vor Rauschgifthändlern. Andere Medien zweifeln daran. Die Vorwürfe, sagen sie, seien nämlich alle konstruiert, um seiner sozusagen habhaft zu werden. Die Verteidigung spricht von konstruierten Vorwürfen und plädiert auf nicht schuldig. Bislang konnte man Julian H. in Österreich wegen des Videos rechtlich nicht belangen. Stattdessen kommen jetzt die Drogenverkäufe ins Spiel. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm den Verkauf von über 1 Kilogramm Kokain vor. Doch einen Tag vor Prozessbeginn geschieht etwas Ungewöhnliches. 15 renommierte NGOs kritisieren den Umgang mit Julian H., fürchten die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Einer von ihnen ist Thomas Lohninger von Epicenter, einer Wiener Menschenrechts-NGO. Wir haben uns als 15 Menschenrechtsorganisationen deswegen geäußert, jetzt nicht so sehr um den Einzelfall des Julian, sondern vielmehr wegen dem Signal, das hier gesendet wird an zukünftige Aufdeckerinnen und Whistleblower. Wenn man mit der vollen Härte des Gesetzes verfolgt wird, wenn man zu viel Wahrheit ans Tageslicht fördert, dann ja, überlege ich mir das zweimal, ob ich dieses Risiko auf mich nehme. Um all das zu verstehen, muss man tief hinabfahren in die Aufarbeitung des Ibiza-Skandals. Kritiker sagen, dass einige Ermittler offenbar befangen waren. Einer davon ist der Polizeibeamte Nico R. Er hat die ersten Befragungen durchgeführt. Fabian Schmidt vom Standard recherchiert schon lange in der Causa Ibiza. Dieser Polizist hegte große Sympathien für Strache. Und hat ihm auch per SMS quasi Mitleid übermittelt und sich ein Comeback, einen Rücktritt vom Rücktritt gewünscht. Und so jemand ist, denke ich, wenn man saubere Polizeiarbeit betreiben will, nicht einzusetzen, da er einfach voreingenommen ist. Eine Kopf-hoch-SMS schickte der Ermittler sichtlich befangen an Strache. Erst spät wurde er von den Ermittlungen abgezogen. Einiges stinkt hier zum Himmel. Und zwar so sehr, dass ein Untersuchungsausschuss einberufen wurde. Darin saß für die Neos, die österreichischen Liberalen, Stefanie Crisper. Sie kritisiert die Arbeit der eingesetzten Sonderkommission TAPE. Da haben wir eine Disbalance, unserer Wahrnehmung nach, auch aus dem Ibiza-Untersuchungsausschuss in Österreich, dass hier die zuständige SOKO viel mehr ermittelt hat zu den Hintermännern und dem Verfahren diesbezüglich, als zu dem auch für Österreich sehr relevanten Thema, nämlich Korruption. Von den über 20 SOKO-Mitgliedern ermittelten 17 gegen Julian H., nur 3 wegen der Korruptionsvorwürfe gegen Strache. Julian H. hatte sich zunächst nach Deutschland abgesetzt. Wegen der Erstellung des Videos konnte er nicht ausgeliefert werden. Schließlich präsentierte die Staatsanwaltschaft den Drogenvorwurf. 2 Belastungszeugen tauchten auf, die Julian H. bezichtigten, Kokain verkauft zu haben. Die Zeugen sind schon sehr dubios, sagen wir mal. Es gibt sehr viele Widersprüche und den Zeugen eilt auch ein gewisser Ruf voraus. Dazu kommt, dass Belastungszeugen, die selbst auch verurteilt wurden teilweise,
Geld angenommen haben, angestellt wurden von einem Lobbyisten, der mit Novomatic in einer Beziehung steht. Novomatic ist ein weiterer Player in diesem Spiel. Strache sagte über die Glücksspielfirma: Novomatic zahlt alle, Novomatic. Mit der Glücksspielfirma. Der größte Steuerzahler Österreichs. Glücksspielkonzern. Der Ruf der Novomatic hat durch das Video sehr gelitten. Und dieser Mann, Gerd Schmidt, soll auch für die Novomatic gearbeitet und 50.000 Euro an die Belastungszeugen gegen Julian H. gezahlt haben. Und er wird nicht müde, ihn in Verruf zu bringen. Wie hier das kiloweise das Gift am Tisch gelagert wurde und dann aufgeschnitten wurde und jeder durfte sich ein bisschen was nehmen. Also mit Gift sind Drogen gemeint? Mit Drogen, ja, mit weißem Pulver. Und auch dieser Mann diskreditiert Julian H., Richard Schmidt. Strache nannte ihn einen der besten Leute, die es gibt. Wegen seiner Strache-Nähe flog er bei der Kronenzeitung raus und wettert nun auf vielen Kanälen gegen den Macher des Videos. Es kommt immer dieses weiße Pulver vor. Ja? Ja. Und es dreht sich immer wieder um dieses weiße Pulver. Jeder hat das doch irgendwie Kontakt gehabt damit. Gerne hätten wir mit der Justizministerin über das Strafverfahren gegen Julian H. gesprochen. Schriftlich erklärt man uns, die Staatsanwaltschaft sei verpflichtet, jedem Anfangsverdacht nachzugehen. Das macht sie ohne Ansehen der Person oder Umstände und auf Basis der geltenden Gesetze. Befangene Ermittler, dubiose Zeugen und Julian H. drohen 15 Jahre Gefängnis. Von denen im Video der Korruption verdächtigten Politiker und Manager sitzt bis heute niemand in Haft.